Wir wollen nicht nur über Amerikaner reden, wir wollen mit Amerikanern reden. Und zwar mit einem, der als Basketballprofi vor 3 Jahren zu uns nach Deutschland kam, Omar Colington. Schönen guten Morgen, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie sprechen sehr gut Deutsch, habe ich erfahren, aber Sie können auch jederzeit ins Englische abwandern, ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Bilder aus Dallas, aus Amerika sehen? Es betrifft viel. Ich selber habe meistens von meiner ganzen Familie im USA immer noch. Und einfach da zu wissen, dass jede Zeit jemand, der ganz nah zu mir ist, könnte betroffen von so einer Situation, ist sehr, sehr schwer zu schlucken, sage ich mal. Es ist sehr, sehr traurig. Wie gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall zusammenfinden. Es sind viele Sachen momentan in der Welt, dass wir auf jeden Fall getrennt sind, sage ich mal. Mit den Hashtags Black Lives Matter. Ich bin für All Lives Matter. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil das ist nur noch eine. Jedes Leben zählt. Genau, richtig. Ich finde, das ist noch ein Weg, wo wir uns weiter auseinanderbringen, wenn wir sagen Black Lives Matter. Es ist gerade ein Hashtag, der unter vieler Beachtung steht, aber auch kontrovers diskutiert wird, weil einige sagen, das wäre schon rassistisch, selber Black Lives Matter zu nehmen. Also schwarze Leben zählen, alle Leben zählen, sagen Sie jetzt. Genau. Sie sagen, wir sind getrennt. Schwarze-Weiße hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, hat sich das so hochgeschaukelt. Und man fragt sich, warum eigentlich? Können Sie sagen, weswegen das passiert ist oder wer da Schuld trägt? Ich kann nicht genau die Schuld auf eine geben. Ich sehe von meiner Sicht, sage ich mal, meine Meinung, gibt es ein System, wo Schwarze finde es ein bisschen schwer reinzukommen. Das ist der. Wir selber, als schwarze Leute, sollten uns eine andere Einstellung haben, von wie wir uns benehmen im Großen und Ganzen. Ich denke, wenn wir ein bisschen anders mit unserer Situation umgehen werden. Was meinen Sie da konkret? Konkret würde ich sagen, schwarze Leute sind die meisten influential Leute auf die Welt, durch Sport, durch Musik. Wir sind Vorbilder für viele. Aber es ist nicht unbedingt das beste Vorbild, weil wir denken, dass wir auch schnell ein Profispieler werden können oder ein Rapper zum Beispiel. Und wir verhalten uns in einem Weg, das eigentlich wirkt negativ auf die Gesellschaft. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass wir sind dadurch abgestempelt und durch diese ganzen Sachen sind wir schneller beobachtet vor irgendwelchen Kleinigkeiten. Aber kennen Sie ganz persönlich auch so was wie Hass gegen sich oder Alltagsrassismus, der Ihnen begegnet ist in Amerika, dass Menschen Sie anders behandeln? Es wird es. Ich habe selber eine Firma. Und ich arbeite gerne mit Jugendlichen in der Gesellschaft durch Basketball. Ich benutze das als eine Plattform, die mental zu verstärken. Dass meine Arbeit sehr, sehr gut und groß ist, habe ich auch selber trotzdem Schwierigkeit, meine Firma zu präsentieren. Warum, weiß ich nicht genau, aber da denke ich auch, dass irgendwie gibt es da irgendwas im Weg, das lässt mich nicht durch. Obwohl ich erfolgreich mit vielen Schulen, vielen Studenten und Jugendlichen gearbeitet habe. Vielleicht ganz kurz am Schluss noch. Sind Sie eigentlich enttäuscht von Barack Obama? Inwiefern meinen Sie das? Ja, dass er es nicht geschafft hat in dieser Zeit, diesen Rassismus gegen die Schwarzen sozusagen aufzubrechen, selber als Schwarzer. Obama ist nicht alleine in dieser Situation. Er selber kann nicht die Entscheidung treffen für alle. Er hat auf jeden Fall viel getan, damit es besser wird, in meiner Meinung. Wie gesagt, wir müssen mehr zusammenkommen. Sagt Omar Colington, Basketballprofi, der nach Deutschland gekommen ist, hier lebt. Und vielen Dank fürs Gespräch, dass Sie heute Morgen hier zu uns gekommen sind. Danke sehr.